Ahoi, ihr lieben Menschen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich, euch zu sehen. Heute wird es etwas verrückt hier. Weiß ich nicht. Nein, ich weiß nicht, was das hier soll. Ich fange gleich mal an. Absinth. Absinth von BH Cosmetics. Ist eine Palette, ich habe den Nupsi schon mal rausgenommen, als eine Palette, die man für ein paar Stunden vor einer Woche oder so circa bei DM bestellen konnte, dann ist sie wieder rausgenommen. Ich bin der Meinung, ich habe sechs bis neun gesehen, ich kann es nicht genau sagen, die so aussahen, also 9 Pens. Ich hatte mir die grüne rausgesucht, ich hatte überlegt, noch die blaue, beim nächsten Mal. Nur online, nur dort. Ich habe gar keine Informationen über diese Palette. Ihr Lieben, die hat irgendwie 14,99 oder so gekostet. Und da waren gerade irgendwie 20%. Also habe ich jetzt irgendwie 11 Euro noch bezahlt oder so. Und finde sie ziemlich, ziemlich, ziemlich toll. Ich zeige sie euch nochmal vom Nahen. Das ist die besagte Absinth-Palette von BH Cosmetic in Nahaufnahme. Kein Spiegel. See Visions. Aber dafür wunderschöne Grüntöne. Ich hoffe, sie performen denn auch so, wie sie aussehen. Ich gehe mal ein bisschen Randfokus. Ja, ich drehe mal um. Da steht alles drauf. Oh, mal gucken, ne? Ich bin gespannt. Absinth. So, da habt ihr sie gesehen. Ich würde sagen, wir swatchen einfach mal. Meine Fingerchen sind sauber, glaube ich. Mach nochmal den Primer drauf, damit der schon mal setten kann in der Zeit, wo wir swatchen. Das, glaube ich, wäre ganz gut. Ich nehme wieder Sample Beauty und go. Na, wir müssen ja die Eye Primer müssen wir alle austesten. Sonst geht das nicht. Ich finde, der muss ein bisschen einwirken, weil er so ein bisschen fettiger ist als die anderen. Ein bisschen feuchter ist, wie auch immer. Saftiger, so heißt es. Oder so. Und deshalb finde ich das gut, wenn er ein bisschen sich setzt auf dem Lid. Ja, gut. Schön. Wir swatchen. Wir fangen. Ich blende euch die Töne ein. Wie gesagt, ich habe keinerlei Informationen auf BH Cosmetic, USA, Europa, DM, nichts. Kommt wahrscheinlich noch. Ich vermute, das ist eventuell eine Halloween-Geschichte. Das kann ich aber ja natürlich nicht sagen, weil ich es nicht weiß. Ich habe mir da jetzt, da stand damals, wie ich das bestellt habe, auch nicht, wow, auch nichts dabei. Ne? Und dann waren sie sofort rausgenommen. Die Töne. Gut, ich glaube, ich habe hier auch mit euch noch nie eine BH Cosmetics Palette geswatcht. Ich habe so ein paar. Aha. Also wenn die gut ist, hole ich mir natürlich noch die blaue. Das ist ja wohl logisch. Na? Mhm. Ein schönes Moos-Waldgrün. Wie auch immer. Und dieser Ton, ein bisschen schimmernd, oh, sehr gut. So, dann gehen wir mit dem Daumen in das mittlere Pen, ist auch ein Schimmerton. Huch. Ja. Kann sich sehen lassen.
Auf jeden Fall. So, weiter geht's mit diesem Ton. Ich finde das interessant und voll spannend. So eine mysteriöse Palette, die es für ein paar Stunden nur zu kaufen gibt. Das war wahrscheinlich ein Fehler von DM, schätze ich mal. Die sollte noch gar nicht raus. Die hatten sie zwar angeliefert bekommen im Zentrallager. Ich habe ja bestellt, das gab es auch nur online, aber durfte wohl noch nicht raus. Dann hier so ein Goldton. Der ist auch richtig schön hier, dieser Schimmerton. Wow. Goldton ist eher so ein Topperton, glaube ich. Dann kommt dieses hier. Oh, heftig. Yes. Bitch. Das ist ja cool. Wow, und der für den kleinen Finger hier noch so einen dunklen. Ich dachte erst, die wären so die Richtung wie diese Zodiac-Paletten. Die habe ich nämlich beide. Nee, ganz anders. Die Qualität hat sich weiterentwickelt. Wow. Jo. Ja, jetzt sind so viele schöne grüne Töne da. Ich weiß nicht, mit welchem ich anfangen soll. Dann ein bisschen nacharbeiten hier. Ich fange diesmal in der Mitte an. Mit diesem Ton. Wow. Dazu wäre es schön, einen Spiegel zu nehmen. Mache ich mal eben. Und bin begeistert. Wenn das dennoch hält, wäre schön. Wow. Sehr, sehr, sehr schön. Für den Innenwinkel, ich mache jetzt erstmal ein Auge, dann das andere. Für den Innenwinkel dieser geheimnisvollen Palette möchte ich den hellen grünen Ton hier nehmen. Das alles schminke ich mit meinen Ruffer-Pinseln. Na, das ist jetzt der Pinsel 2. Eben hatte ich den Pinsel 1 in der langen Version. Ne? Dazu kommt dann auch irgendwann noch mal ein Video, wenn ich es denn schaffe. Sehr, 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 sehr schön. So, dann verstärke ich das hier noch ein bisschen. Okay, der Außenbereich, da gehe ich mit meinem Lieblings-Ruffer Nummer 12 in den dunklen Ton. Kann man schön mitarbeiten. Ich muss den eben nehmen, das ein bisschen auszuarbeiten. Ich gehe mit dem dunklen Ton auch ein bisschen ins Auge rein hier.
Ich krieg das hier schon hin. So, zieh das so ein bisschen rüber. Wow. So. Was mache ich dann, Freunde? Ich gehe mit dem Grünton hier drunter. Das mache ich einfach mal. Das ist ein matter Ton. Abklopfen. Ich hoffe, dass er nicht zu schwach auf der Brust ist. Das war ja eigentlich ganz. Da muss man ein bisschen aufbauen. Die anderen sind sehr, sehr, sehr intensiv. Wow, cool. So, denke ich mit diesem Grünton hier. Nochmal einmal da so rüber. Ja. Ich mache jetzt die andere Seite vom Auge und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und als Highlight oben unter den Augenbrauen nehme ich diesen Ton hier und setze mir den hier runter. Wunderschön. Die geheimnisvolle Absinthpalette. Guck. Ich muss noch mal eben gucken, ob ich das hier richtig gemacht habe. Ja, Moment. Ja. Ihr Lieben, ich hoffe, man kann diese und diese anderen Ableger aus der Staub aus der Poison Shock Reihe vielleicht, falls hier steht. Ich habe keine Ahnung bekommen. Wenn ihr Informationen zu dieser Palette habt, schreibt mir die bitte und verlinkt mir die bitte unter dem Video. Ich würde gerne noch die blaue Absinth-Palette bekommen, mir angucken, wie auch immer. Und ja, ich hoffe, die anderen sind auch so gut. Also mir gefällt es außerordentlich. Außerordentlich. Also, wow. Ein bisschen, ich kann ja natürlich immer verblenden. Ihr kennt das Spiel ja bei mir. Außerordentlich. Gut. Boah. BH Cosmetic Absinth Poison Shock. 9 Color Shadow Palette. So. Ganz kurz, ganz geheim für ein paar Stunden bei DM. Online und dann wieder raus. Beobachtet, ups, aua. Beobachtet das Internet nach dieser Palette und den anderen dazugehörigen. Ja, jetzt habe ich genug geredet. Ich bin ganz begeistert. Ich hoffe, ihr auch. Schreibt mal, wie ihr das findet. Weil ich finde es rattenscharf. Super gut. Folgt mal bei Instagram. Abonniert den Kanal. Und so weiter und so fort. Ich würde mich freuen, von euch zu hören, zu lesen. Und ich wünsche euch was Tolles. Und bitte bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschö.